Die Volksrepublik China hat sich in den vergangenen Jahrzehnten schrittweise zu einer aufstrebenden Weltmacht entwickelt. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis detaillierter Planungen, auf denen das gesamte politische Handeln fußt. Für den Westen birgt das Risiken. In Zeiten der Energiewende und Digitalisierung spielen Elektromobilität und erneuerbare Energien eine immer zentralere Rolle. Produkte wie Batterien, Elektroautos, Windkraft und Solaranlagen sind dafür unerlässlich. Doch in all diesen Produkten stecken mineralische Rohstoffe. Und die werden zu einem großen Teil in China verarbeitet. Als Produktionsstandort und durch große Investitionen in Infrastrukturprojekte wie die neue Seidenstraße hat China seine Dominanz im Welthandel über viele Jahre immer weiter ausgebaut. Die Folge: Zahlreiche Länder sind abhängig von der Volksrepublik. 2021 exportierte China Waren im Wert von rund 3,36 Billionen US-Dollar und ist damit mit weitem Abstand vor den USA und Deutschland das größte Exportland der Welt. Besonders gravierend ist die Dominanz Chinas auf dem Weltmarkt bei sogenannten seltenen Erden. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von 17 chemischen Verbindungen, die man in zahlreichen Mineralien antrifft, die für die Herstellung vieler Konsumgüter eingesetzt werden. Selten sind diese Erden nicht, sie sind jedoch schwer abzubauen. Die Volksrepublik ist hier für rund 61% der weltweiten Minenproduktion verantwortlich und baut damit bei weitem den größten Anteil der auf dem Weltmarkt gehandelten Elemente ab. Und Peking baut diesen Vorteil gezielt strategisch aus, auch bei anderen Rohstoffen. Die Europäische Kommission definiert 23 Rohstoffe, die für die Produktion von Schlüsseltechnologien notwendig sind. 9 davon gehören zu den sogenannten kritischen Rohstoffen. Sie werden für die Produktion von mehr als der Hälfte der Schlüsseltechnologien benötigt und weisen zugleich eine hohe Zulieferkonzentration auf. Das heißt, wenige Zulieferer versorgen zahlreiche Abnehmer. Bei 7 der 9 besonders kritischen Rohstoffe ist China der größte Anbieter am Weltmarkt, teilweise mit einer marktbeherrschenden Position. Das hat eine Studie des IFO-Instituts herausgefunden. Die Volksrepublik kontrolliert quasi die globale Verarbeitungsindustrie. Beachten muss man auch die zahlreichen Rohstoffauslandsbetätigungen Chinas, Firmenbeteiligung, der Einstieg in Bergbauprojekte und die Aushandlung bedeutender Abnahmeverträge. Durchgeführt werden diese von Staatsunternehmen oder staatlich finanzierten Privatbetrieben. Ein Beispiel: Chinesische Firmen kontrollieren heute mehr als die Hälfte der Produktion von Kobalt im wichtigsten Herkunftsland der Demokratischen Republik Kongo. Bei Lithium wiederum, das auch als weißes Gold bezeichnet wird und wichtiger Bestandteil von Batterien für Elektrofahrzeuge ist, sind chinesische Unternehmen vor allem in Argentinien, Chile und Australien an Förderfirmen beteiligt. Zusammen mit den heimischen Vorräten führt das dazu, dass Peking Zugriff auf rund 60% der globalen Lithiumvorkommen hat. Auch beim Thema Energiewende wird die Abhängigkeit des Westens zu China deutlich. Rund 80% aller Solarzellen werden in China hergestellt. Rund die Hälfte des für Photovoltaikanlagen wichtigen Rohstoffs Polysilizium kommt aus 4 großen Werken in der Unruhrprovinz Xinjiang, wo sie potenziell unter Zwangsarbeit hergestellt werden. Dafür wird viel Energie benötigt. Und die kommt aus Kohlekraftwerken, von denen rund die Hälfte aller sich im Bau befindlichen in China stehen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist im Westen die Angst gewachsen, dass sich andere Abhängigkeiten, etwa die zu China, rächen könnten. Denn in den vergangenen 2 Jahren waren die Rohstoffmärkte vor allem durch eins gekennzeichnet: steigende Preise, Produktionsausfälle und unterbrochene Lieferketten. Ein entscheidender Akteur für die Preisentwicklungen ist, neben Russland, China. Internationale Lieferketten wurden insbesondere durch den Corona-Lockdown und die damit verbundenen Hafenschließungen in China nachhaltig gestört. Das führt zu anhaltenden Versorgungsengpässen. Denn aufgrund der enormen Marktmacht, die China auf den Rohstoffmärkten besitzt, wirken sich die politischen Entscheidungen Chinas direkt auf die Weltmarktpreise aus und beeinflussen letztlich die gesamte Weltwirtschaft. Spätestens seit der Machtübernahme Xi Jinpings hat China sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die USA als dominierende Supermacht abzulösen. Die Zukunftspläne der Volksrepublik stehen und fallen mit der Entwicklung der Wirtschaft. Das hat man in China schnell erkannt. Mit der neuen Seidenstraße hat man in Peking einen Grundstein gelegt, um die chinesischen Interessen bei Auf- und Ausbau interkontinentaler Handels- und Infrastrukturnetze zu bündeln. Mit dem Konzept des doppelten Wirtschaftskreislaufes soll zudem ein weitgehend autarker Binnenmarkt garantiert und gleichzeitig eine engere Verflechtung mit der globalen Wirtschaft geschaffen werden. Für China geht es um Kontrolle. Deshalb kommt es zu immer mehr Reibereien mit dem Westen, besonders auf den Weltmeeren. Die Seewege sind für die Volksrepublik existenziell wichtig und die chinesische Führung möchte sie deshalb unter ihre Kontrolle bringen.
notfalls mit militärischer Gewalt wie im südchinesischen Meer. Die Entwicklungen der vergangenen 2 Jahre haben einmal mehr deutlich gemacht, die Abhängigkeit der Weltwirtschaft von China auf den Märkten für Industrierohstoffe ist zu einem Risikofaktor für die EU geworden. Aufgrund der enormen Marktmacht Chinas wirken sich die politischen Entscheidungen Pekings direkt auf die Weltmarktpreise aus und beeinflussen so letztlich die gesamte Weltwirtschaft. Das wird auch in Zukunft kaum zu verhindern sein, denn immerhin ist die Volksrepublik mit ihren 1,4 Milliarden Einwohnern zur Werkbank der Welt geworden. Darüber hinaus hat die politische Reaktion auf die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie deutlich gemacht, dass das autoritäre Regime in China auch zu drastischen staatlichen Maßnahmen greifen kann, um seine Ziele zu erreichen. Die starke Abhängigkeit von China als größtem Lieferanten und Verbraucher von zahlreichen Rohstoffen wird auch in Zukunft eine Herausforderung für die Weltwirtschaft darstellen.